Gut. Was ist das da? Can't be too careful these days. Da kann man also runterfallen. Was ist das hier denn? Nebengebäude. Okay. Oh, was nehmen wir denn mal? Kritische Gesundheit. Gegen Schaden durch Fallen. Das ist eigentlich schon mal ganz gut, weil ich falle nämlich sehr gerne. Beim Konter mit dem Stierkopfschild. Wiederherstellen der Gesundheit durch Konter. Nehmen wir das hier. Folks say Mender Mead is good for you. It's like an herb garden in full bloom. Achso, und die Waffe möchte ich gerne noch wechseln. Was ist hier jetzt? Feuerring. Ah, haben wir ja bekommen. Feuerring. Eine Technik, die eine sich ausdehnende Feuerwand durch die unmittelbare Gegend jagen lässt. Ursprünglich für Müllverbrennungsöfen entwickelt. Das ist auch neu, oder? Keine Ahnung. Achso, ich wollte die Waffe. Achso, wir haben ja hier noch. Galeonenmörser. Beschusswaffe. Punkt. Explosive Bomben, die ein großes Gebiet zerstören. Variable Reichweite. Nachdem die Cell ihre größte Flotte stilllegten, fanden die riesigen Breitseitenmörser einen neuen Verwendungszweck bei der Verteidigung der Mauern. Wir nehmen aber wieder... Was nehmen wir denn mal? Nimm mal die Pistolen. So. Ab ins nächste Level. Just a couple shots left. The quarry's gotta have one, right? Endlosbucht. Überlebens... Übungsgelände. Die Matrosen der Ceylonischen Flotte konnten hier relativ sicher ihr Handwerk lernen. Boundless Bay used to be a weapons test and dry dock. Ain't never been this dry, though. Machen wir erstmal das hier. Dann kriegen wir wieder was. Oh, und ich hätte leveln können. Ceylonia's Armada was a glorious sight. And our ship's mortars were unstoppable. B. T. At Boundless Bay, our Navy put those mortars through a rigorous inspection. Das sieht hier voll schön aus. Aber hier kann man nicht lang. Schade. Das ist cool hier. Had to use squirts to simulate explosive impact on the surface of the sea. Choosing targets with those mortars was one of the trickiest parts. Galleon skippers needed to be patient, needed to fire at just the right time. Ich habe irgendwas bekommen. Das war scheiße. Alle? Sounds like kids mortars in tip-top shape. Mit 5 Schüssen so viel wie möglich. 66, wie brauche ich 70, ne? 80! Okay. Etwas Verkohltes. Und etwas Schweres. Machen wir nochmal. Das hat, glaube ich, viel mit Glück zu tun, wie die Leichtlinge sich gerade bewegen. Artillery, then I've got the place for you. Okay. Modifications could be used to enhance the power of a mortar. Der war gut, der war gut. Es ist machbar, auf jeden Fall. You had to be crazy to want to swim in Boundless Bay. Nur verrückt schwimmen in der Endlosbucht. Das sieht hier voll schön aus. Der war richtig gut. Einen habe ich noch, glaube ich. Ja.
Ich will das schaffen. So, jetzt muss ich warten, bis sie da rüberkommen wieder. Boah! Richtig gut. So, jetzt muss ich noch 10 treffen. Nur noch. Es ist, weil der sich selbst das Ziel sucht. Das ist das Blöde. Kann ich hier rüber? Nee. Okay, aber so kann ich das noch. Skippers took a while to get a feel for fire in those things. Ja, ja. Aber das ist gut, dann kann ich das so schon mal wechseln. Aber halt nicht so geil, ne? Das wäre ebenso gut. Och man, mir fehlen immer 5 oder 6. Kann ich direkt in die Tonne treten? Zweiundzwanzig, vierzig. Mann! Kann doch nicht sein, ey. Ich krieg das nicht hin. Das hat so viel mit Glück zu tun, glaube ich.
Ich bin auch doof, ne? Ich level mir jetzt einfach mal meine Waffe. Hallo? Too bad about the Armada, but at least one of those mortars survived. Macht man das hier? Ja. Das da, oder? Etwas Verkohltes. Ja. Explosionsradius, schnelleres Nachladen. Ich lese das auch. Bürstensteinbomben. Plus 25% Explosionsradius. Eine Prise Bürstenstein verleiht jeder Granate das gewisse Etwas und erweitert den Zielbereich. Schnellbomben. Plus 25% schnelleres Nachladen. Rotationsgelagerte, speziell isolierte Munition, um die Pausen zwischen aufeinanderfolgenden Schüssen zu reduzieren. Detonationssystem. Plus 15% kritische Trefferchance. Ein ausgefeilter Mechanismus, der die Explosionsladung in jeder Granate exakt zum richtigen Zeitpunkt hochgehen lässt. Zielsystem. Plus 50% Zielgeschwindigkeit. Ein modifizierter Zielmechanismus, der schneller die maximale Schussdistanz erreicht. Taught him an old trick from a galleon gunner I once knew. Schrapnellladung. Plus 25% Explosionsradius. Effekt mit Bürstensteinbomben kombinierbar. Eine Metalllegierung, die bei der Detonation in sämtliche Richtungen schießt und einen größeren Zielbereich bewirkt. Plus 35% Schaden. Hochexplosive Ladung. Eine exakt ausbalancierte Verbindung, die dafür sorgt, dass Granaten mit größerer Wucht detonieren. Wouldn't want to be on the receiving end of those. Okay, jetzt habe ich nicht mehr mehr. Nicht mehr mehr. Oh! Profilierter Griff plus 25% Angriffsgeschwindigkeit. Eigens angebrachte rutschfeste Griffe ermöglichen ein beschleunigtes Ausstoßen der Flammen. Abgeschirmter Griff, Schadensresistenz beim Feuern. Eine Schutzverkleidung und Beschichtung schirmt den Anwender vor von Schäden ab, während das Gerät aktiv ist. Nice. Was haben wir denn noch? Leichtmetall. Ne, wir machen mal irgendwas, was ich benutze auch. Was benutze ich denn? Was habe ich denn momentan? Ach genau, die mach... Nee. Wer ist das Ding denn? Da. Etwas Grobes. Verstärkte Kammer plus 15% Schaden. Effekt mit schwerer Hülse kombinierbar. Eine versiegelte Feuerkammer, die bei jedem Schuss ein verbessertes Stoßvermögen zur Folge hat. Erweiterte Kammer. Schüsse verursachen stärkeren Rückstoß. Effekte mit Aufprallhülsen kombinierbar. Eine größere Feuerkammer sorgt für mehr Druck hinter jedem Schuss, was wiederum die Einschlagswucht erhöht. Now we're looking at some serious firepower. Verstärkter Rücken plus 100% kritische Trefferchance. Kritischen Trefferschaden, so. Effekt mit Kampfgriff kombinierbar. Ein Rücken aus robustem Material, der die Kraft wirkungsvoller über den Klingenbereich verteilt. Gefurchter Rücken. Plus eine Klinge pro Wurf. Effekt mit Wurfgriff kombinierbar. Ein modifizierter Rücken, der eine Zusatzklinge für Wurfangriffe birgt. A solid frame can put an extra sting in every slice. Das geht nicht. Ich guck mal jetzt mal hier durch, was noch da geht. Noch was. Leichtmetallschaft. Plus 50% Schaden. Effekt mit Vorschlagkopf kombinierbar. Ein leichterer, aber stabilerer Schaft, der jeden Schwung noch mehr Wucht verleiht. Handwerkerschaft plus 100% kritische Trefferschaden. Ein Sonderanfertigungshammer schafft für zielgenaue Anwendung. Schafft, weiß ich nicht, ob das richtig war. Hab ich jetzt alles gekauft. Kann ich hier rein? Spine. Nein. Oh, das kann ich nur kaufen. Überraschungssturm. Eine Spezialhülse, die sich beim Aufprall öffnet, um einen Sicherungsturm freizugeben. Nee, ein sicherer Turm freizugeben. Whatever this is. Der darauf programmiert ist, den Anwender zu beschützen. Zuerst von der ceylonischen Flotte gegen Piraten eingesetzt.
Okay. Aber wir gehen jetzt nochmal in das Übungsgelände und werden jetzt da die Insel rocken. So. Macht euch auch was hier fast. Nice.